Immer wenn ich einer Pflanze sage, sie muss leider sterben, fängt sie an zu blühen. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Bauvlog. In der letzten Woche habe ich nach der Arbeit immer Stück für Stück das Gefache in der alten Küche rausgenommen. Dabei kam der vermutete Wasserschaden deutlich zum Vorschein. Die Dachkehle ist an der Stelle sehr verwinkelt und wurde wohl entweder von Anfang an nicht korrekt ausgebildet oder das Alter hat dafür gesorgt. Obwohl ich eher weniger glaube, dass das am Alter liegt. Zwar ist das Dach vom Vorderhaus richtig uralt, aber das Dach vom Mittelhaus wurde ja erst, naja, nicht vor kurzem, aber zumindest zwischenzeitlich nochmal neu gemacht. Und deswegen vermute ich eher, dass da der Anschluss nicht ordentlich ausgebildet wurde. Da wir im Wohnzimmer ja einen Kamin einbauen wollen, war in der letzten Woche der Schornsteinfeger da und hat gecheckt, ob und wie das geht. Wir haben dann auch das Okay bekommen, sollen aber eine Leiter und Dachtritte zum Schornstein anbringen. Die habe ich deshalb gleich beim Dachbaustoffhandel be bestellt und gekauft und mein Ziehpapa hat die dann auf dem Dach angebracht. Während Papi also auf dem Dach rumgekrabbelt ist, haben Mario und ich in der zukünftigen Küche die Vorbereitung getroffen, das Kreuzgewölbe zu entfernen, weil das viel zu hoch ist und später beim Fußbodenaufbau stört. Unter diesem Kreuzgewölbe sitzt das Fenster von der Sauna, welches wir eben rausgenommen haben, und auch dieses Kreuzgewölbestück. Vorher haben wir natürlich das restliche Gewölbe abgestützt und ja, dafür gesorgt, dass eben das restliche Tonnengewölbe nicht einstürzt. Die Abstützung haben wir gleich so konstruiert, dass sie zusätzlich als Teil der Schalung dient. Damit alles dann auch gut miteinander verbunden ist, haben wir in die Gewölbesteine wieder Schrauben eingeklebt. Die Fensteröffnung zum Hof haben wir mit Styropor geschlossen und mit Bauschaum ordentlich fixiert. Dann kam auch schon der Beton rein und durch diese L-Form hat es gleichzeitig eben ein Stück Wand und die Decke ausgebildet und war mit einem Guss fertig. Danach ging es für uns schon wieder weiter im Windfang. Die Erde dort haben wir ordentlich glatt gezogen und mit Folie ausgelegt und auch den Randdämmstreifen befestigt. Den Beton haben wir etwa 5 cm dick dann aufgebracht. Das ist ja nur der Rohfußboden, da kommt dann später Dämmung drauf und nochmal Estrich. Und den frischen Beton haben wir dann mit Folie abgedeckt, damit der die Feuchtigkeit nicht so schnell verliert und besser aushärten kann. Da Mario wieder auf Arbeit ist, widme ich mich dem weiteren Abriss im Dachgeschoss, im Küchenbereich und in der Abstellkammer. Also wieder einmal Putz von den Wänden und der Decke und eben auch das Gefache raus. Da zwischen dem Bauschutt ziemlich viel Stroh lag, mussten die Kinder mit ran und dieses grob aussortieren. Verunreinigter Bauschutt kostet das Doppelte und glücklich waren die zwar nicht, aber es musste halt sein. Heute sind wir wieder zu zweit am Werk und es geht weiter mit dem Windfang. Hier soll ja mal eine Terrassentür rein und deshalb muss der Rundbogen raus und ein neuer Sturz rein. Dafür haben wir zunächst den Stahlträger abgestützt und dann den Rundbogen rausgestemmt. Und weil das so viel Spaß gemacht hat, habe ich an der Wand von der Küche noch einige Klinker runtergestemmt. Die müssen sowieso weg, darunter ist Sandstein und der muss ja atmen. In dem Durchgang kamen dann auch noch alle losen Steine mit raus. Dann wurde wieder eingeschaltet. Dafür ist ja der Mojo zuständig. Der muss das auf Arbeit ständig machen und bastelt da immer schöne Konstruktionen. Der Sturz bekommt auch gleich ein bisschen Dämmung in Form einer Styroporplatte. In die haben wir so kleine Haken gesteckt, sodass sie dann gleich mit dem Beton verbunden ist. Außerdem kam natürlich noch die Bewehrung mit in den Sturz. Und insgesamt haben wir dafür dann 5 Sack Beton benötigt. Im Anschluss war Mario wieder auf dem Dach. Der Schornsteinfeger hatte ja dann noch die Abdeckung des Schornsteins bemängelt. Darum ist er halt hoch und hat ausgemessen, wie groß die neue Edelstahlabdeckung dann sein muss. Ich habe währenddessen den Sturzausschnitt aus der Wand für das zukünftige Bad gestemmt und die Bodenfliesen im hinteren unteren Treppenhaus entfernt. Heute wurde endlich unser Kamin geliefert. Trotz sommerlicher Temperaturen durfte das erste Testfeuer dann natürlich nicht fehlen und jetzt freue ich mich tatsächlich schon auf die kälteren Temperaturen. Weil es diesen Monat jetzt endlich mit der Dachsanierung losgeht, habe ich das Dachgeschoss etwas aufgeräumt. Das ganze Holz habe ich runter in den Keller gebracht, weil es hier einfach im Weg war. Die Styropordämmung zwischen den Dachsponnen, in dem alten Schlafzimmer und im Bad habe ich auch schon rausgeholt. Auch etwas Putz an der Gaube des Wohnzimmers kam noch mit ab. Zusammenkehren und fertig ist das Dachgeschoss für den Dachabriss.
Heute haben wir mit dem Abriss des Terrassenbodens begonnen. Mario hatte dafür wieder einen großen Stemmhammer von der Arbeit mitgebracht und sich dort ausgeliehen. Der erste Container ist auch schon gelandet und wurde gleich mit befüllt. Natürlich gibt es wieder Autofahrer bzw. Parker, die nicht fähig sind, Schilder zu lesen. In unserem Fall Parkverbot, teuer von der Stadt erkauft. Ich bin ja eine ehrliche Haut mit null kriminellem Potenzial, aber ich gebe zu, gedanklich sind schon einige Ziegel vom Dach auf die Karre geflogen. In der Praxis landeten tatsächlich 200 Eimer Bauschutt aus dem Dachgeschoss im Container. Im Dachgeschoss der alten Küche kam die ganze Deckenschalung runter. Das war so unglaublich viel Asche, Staub und Dreck, dass wir von Kopf bis Fuß schwarz wie die Nacht waren. Und als kleine Entspannung für diesen Tag haben wir den Türschutz vom Windfang ausgeschaltet und den Sturz für die Tür ins Bad eingeschaltet und schon mal vorbereitet fürs Betonieren in den nächsten Tagen. Heute geht's weiter auf der Terrasse. Wir haben den restlichen Boden rausgestemmt und einen neuen Regenwasserabfluss gebaut, und zwar in die Mitte der Terrasse. Bisher lag dieser direkt an der Hauswand im Türbereich, was wirklich ungünstig war. Im gleichen Atemzug haben wir auch das Fallrohr neu gelegt von der Dachrinne. Auch das hatte nicht unbedingt die günstigste Position. Im Keller haben wir die neue Verrohrung für die Terrasse dann angeschlossen und das vorher aufgestemmte Loch eingeschalt und mit Beton wieder aufgefüllt. Und weil wir eben einmal am Mischen waren, wurde auch gleich noch der vorbereitete Türschutz zum Bad betoniert. Das kleine Rohr neben dem Fallrohr dient später dazu, einen Wasserschlauch vom Keller auf die Terrasse zu legen, weil wir hier keinen extra Anschluss verlegen wollten. Nachdem dann auch alle Riemchen rund um die Terrasse herum weggestemmt und alles wieder sauber gemacht war, kam der erste Bitumenanstrich drauf. Den Schutt von der Terrasse, Reste aus der Küche und auch aus dem Dachgeschoss landeten weiterhin im Container. Im Hof wurden die letzten Gerüstteile aufgestellt und noch etwas Ordnung geschaffen. So kann nun der Dachabriss beginnen und während die Dachdecker draußen abreisen, geht's für uns innen weiter. Putz, Gefache, Holzschalung, das musste alles raus. Nachdem die Betonschicht nun gut durchgetrocknet ist, konnte dann auch die Dachpappe draufgeklebt werden als Sperrschicht. Beim Abriss der alten Ziegel ist letztendlich die vermoderte Ecke und damit die ganze Gaube eingestürzt. Das ganze alte Holz vom Abriss landete dann im Hof, und es war meine Aufgabe, das zu sortieren und auch zu sägen. Während ich im Erdgeschoss den Türdurchbruch zum Bad weiter aufstemmte, hat Mario in dem kleinen Flur zur Sauna den Bauschutt der alten Treppenstufen mit rausgenommen und in den Container gebracht. Ebenso holten wir Erde und alte Steine in der Küche auf Höhe des Schornsteins heraus. Dort war das Tonnengewölbe, warum auch immer, unterbrochen. Also wieder mal eine ungeplante Baustelle, aber muss ja gemacht werden. Im Dachgeschoss ging es munter weiter mit dem Wiederaufbau des eingestürzten Dachbereichs. Im Grunde genommen hat es auch was Gutes gehabt, denn jetzt war viel mehr Platz als mit dieser verwinkelten Gaube. Allerdings kam dabei mein Heizungsrohrzugang zu Schaden. Die Dachdecker dachten, diese wären weiterhin inaktiv. Allerdings war er das halt noch nicht. Der war immer noch am Heizkreislauf angeschlossen. Zum Glück war es halt der höchste Punkt und es gab nicht ganz so viel Wasserschaden. Allerdings musste halt wieder ein Installateur her, der eben eine alte, irgendwann zu ersetzende Leitung reparieren musste. Auch für uns standen im Dachgeschoss weitere Abrissarbeiten an, diesmal im vorderen Bereich, also Treppenaufgang, Flur und Bad.
Dort mussten allerhand Verkleidungen wie Paneele und Gipskarton runter und auch der Abriss der Zwischendecke in dem Bereich wurde begonnen. Hier könnt ihr sehen, dass im neuen Gaubenbereich auch schon die ersten Schalbretter dran kamen und der Raum nahm dadurch eben auch Gestalt an. Von meinem Fensterbauer haben wir ein großes Fenster bekommen, das er woanders ausgebaut hat, aber noch gut in Schuss ist. Und nach diesen Fenstermaßen haben die Dachdecker dann eben auch die Fensteröffnung konstruiert. Ansonsten sah es im Dachgeschoss einfach nur chaotisch aus und ich hatte keine Ahnung, wo ich da anfangen sollte, um wieder Ordnung reinzubringen. So, wie ihr sehen könnt, haben wir die letzte Woche mit Aufräumarbeiten verbracht. Holz wurde wieder sortiert und gestapelt, der Rest Bauschutt wurde in den Container gebracht. Fast alle Verkleidungen haben wir entfernt und auch einen Großteil der Wände geöffnet. In dem kleinen Vorderbereich der Küche haben wir noch weiter geschachtet, damit wir ein bisschen tiefer kommen. Der Container stand ja einmal und da haben wir eben alles reingehauen, was ging. Mein Hof sieht auch wieder ziemlich zugemüllt aus, obwohl ich mir echt Mühe gegeben habe beim Sortieren. Zum Ende des Monats machten wir uns dann noch an den Abriss des letzten stehenden Raumes, dem Bad. Die Leitung haben wir hier zurückgebaut bzw. stillgelegt und am Ende war auch von diesem letzten Raum nichts mehr zu sehen. So wie eben auch im restlichen Dachgeschoss. Und weil im Dachdeckerbereich in den letzten zwei Wochen nicht wirklich viel passiert ist und das Dach noch keine vollständige Unterspannbahn hat, hatte es bei dem heutigen Gewitter natürlich richtig schön reingeregnet. Erst die Heizung, jetzt das. Kein Kommentar dazu. Noch eine kurze Info zu den Bauschuttcontainern. Im Video klingt das so ein bisschen danach, als würden wir immer alles nur in einen Container reinhauen. Es waren tatsächlich 5 Container und insgesamt haben wir 30 Tonnen Bauschutt aus dem Haus getragen. Da waren zwar natürlich auch die Dachziegel dabei, aber eben auch ganz, ganz viel Innenleben vom Haus. Außerdem haben wir noch 1560 Kilo Holz entsorgt, 500 Kilo Dachpappe und sonstigen Müll und 1080 Kilogramm Gips. Also es war ordentlich Masse, die wir in diesem Monat bewegt haben. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal.